Klein, weil jetzt kommt Teil 3 unserer Fohlen-Kita. Pferdeprofi Andrea Kutsch kümmert sich nicht wie die letzten beiden Tage um die ganz Jungen, sondern um die Jährlinge. Das sind quasi die Halbstarken. Voller Lebenslust dürfen sie ihre ersten Lebensjahre genießen, die Fohlen auf dem Gestütgut Neuenhof in der Eifel. Über 70 junge Pferde leben hier gemeinsam mit ihren Mutterstuten, ein Zuchtstall für zukünftige Sportpferde. Pferdeprofi Andrea Kutsch und ihre Kollegin Annika besuchen den Hof und konzentrieren sich heute auf die Jährlinge, also junge Pferde im Alter von einem Jahr. Andrea berücksichtigt stets die neuesten Erkenntnisse über die Psyche der Pferde und trainiert weltweit zahlreiche Stuten, Hengste und Fohlen. Jetzt teilen wir die Pferde in die Boxen ein, weil die bleiben in Gruppen. Pferde sind Herdentiere, sollten nie alleine gehalten werden am Anfang in der Ausbildung. Später können sie es lernen. Stuten und Hengste werden getrennt. Andrea Kutsch möchte als erstes auf Tuchfühlung gehen, damit die Pferde sie kennenlernen. Das Neugierdeverhalten kann man ganz toll nutzen, um Pferde zu trainieren. Sie schnuppeln an mir, wollen rausfinden, wer ich bin, ob ich aufgeregt bin, ob sie Angst haben müssen. Und wenn die das eh schon machen, so kommen, dann kann ich das direkt sinnstiftend mit einer Trainingseinheit paaren. Halfter aufziehen kennen die Jährlinge schon, doch das Führen ist für sie neu. Andrea hat sich Charlie ausgesucht, laufen am Strick und das ganz bewusst erst einmal hier in der Box. Er muss also lernen, im Führen mitzukommen, ohne dass ich am Kopf ziehen muss. Und solange ich ziehe und er noch dagegen geht, ist er noch nicht richtig führbar. Dann nicht das Risiko eingehen und auf eine große Außenfläche gehen oder so, weil dann wird er im Zweifel, wenn er sich wegzieht oder so, wird er sich losreißen oder wenn man ihn anbindet, wird er sich aufhängen am Strick und so in Druck gehen. Also er muss erst mal lernen, so mitzukommen und dabei nie in die Augen gucken, weil das eine Geste in der Natur ist, die signalisiert, geh weg von mir. Und darum halte ich meine Augen genau wie seine Augen ruhig, ein bisschen abgesenkt auf dem Boden. Das signalisiert, komm mit. Runde für Runde und schon nach kurzer Zeit der Erfolg. Guck, jetzt muss ich überhaupt nicht mehr ziehen. Guck, die ganze Runde geht damit. Ja, super. Das waren jetzt vielleicht so 5 Wiederholungen. Und jetzt aufhören, das ist anstrengend für die Pferde. Wieder eine mentale Ruhepause geben, dass er das verarbeiten kann. Bei jungen Pferden kurze Einheiten, zielgerichtet. Und ganz auf den Punkt fokussiert, orientiert, damit er lernt, das alles zu verbinden. Nach jeder Trainingseinheit speichern die Pferde ihre Erfahrungen also ab. Und das am besten in einer Tiefschlafphase. Hier sehen wir jetzt bei diesem Pferd die sogenannte REM-Schlafphase. Rapid Eye Movement Sleep genannt. Das heißt, das Pferd hat keinen Muskeltonus mehr. Und jetzt passiert die Informationsverarbeitung vom sensorischen Gedächtnis ins Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis. Ist ganz wichtig, dass man diese in der Phase das Pferd nicht unterbricht. Dauert nur 4 bis 6 Minuten. 4 bis 6 Minuten Tiefschlaf und das passiert circa 6-mal innerhalb von 24 Stunden. Nach der Pause versucht Andrea das Führen mit Charlie auf der Stallgasse. Obwohl diese Pferde schon so erwachsen aussehen, sind sie noch weit davon entfernt, geritten zu werden. Erst ab einem Alter von 3 Jahren sollten Reiter aufsitzen. Das kennen sie ja gar nicht, so raus aus der Gruppe. Und dann führe ich ihn mal ein bisschen, mal gucken, ob das schon geht. Jetzt geht er erstmal nicht mit und umso mehr ich ziehe, rückwärts, genau, gut, rein. Pferde sind Fluchttiere, Andrea vermittelt Ruhe. Nur so fasst Charlie Vertrauen und ist lernbereit. Dann geht man noch mal ein bisschen lieber in Bögen. Pferde laufen in Bögen, nicht in geraden Linien. Wenn es ihm schwerfällt, laufe ich immer in Bögen. Das ist viel leichter für ein Pferd. Das liegt an den Augen. Die Augen sind seitlich am Kopf angesiedelt. Und wenn er jetzt im Bogen läuft, dann kann er immer alles sehen. Rechtes Auge, linkes Auge, rechtes Auge, linkes Auge. Wenn ich in der geraden Linie gehe, sehen beide Augen, aber nur auf weite Entfernung. Charlie macht seinen Weg. Und jetzt möchte uns Pferdeliebhaberin Andrea Kutsch noch einen weiteren Kandidaten vorstellen, Kevin. Er soll seine Hufe heben. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist gut. Gut, gut, gut. Also erstmal gehen sie in Druck und dann will man ziehen und ziehen. Dann ziehen sie gegen und gegen, gegen. Und dann muss man ihnen beibringen, dass sie das anliften. Das können sie nicht von Natur aus. Nochmal.
Von klein auf müssen Fohlen und dann die Jährlinge an alles gewöhnt werden. Kevin zum Beispiel wird jetzt schon für den zukünftigen Besuch eines Hufschmiedes trainiert. Andrea bringt dafür den sogenannten Hufbock. Kevin soll alle vier Hufe nacheinander ganz selbstverständlich heben und dabei entspannt bleiben. Vorne klappt es. Doch hinten ist der junge Hengst noch verunsichert. Assistentin Annika lässt jetzt nicht los, sonst würde man Kevin beibringen, dass beim Zappeln der Huf losgelassen wird. Also unsere ganzen Einjährigen haben jetzt ganz tolle Grundlagen erlernt. Das Halftern, das Führen, Vorbereitung für den Schmied. Und jetzt würden die wieder auf die Koppel kommen. Und im Frühjahr nächsten Jahres kommen dann weitere Übungen, die dann auf das spätere Reiten mal vorbereiten. 3 Tage Fohlenkita mit Andrea Kutsch liegen hinter uns. Wir haben erlebt, wie sie auf möglichst sanfte Art junge Pferde auf ihre Zukunft als Sportpferde vorbereitet.